des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zur heutigen Vorabendmesse des 28. Sonntag im Jahreskreis. Die heutige Evangelium macht uns aufmerksam auf die Bedeutung und die Wichtigkeit, einmal den Gott zu bedanken. Das Wort Danke zu sagen und für die Gnade, das Herr Jesus Christus zu uns geschenkt hat. Bevor wir das Wort Gottes hören und den Eucharistie zelebrieren, wir bekennen, dass wir sündige Menschen sind. Ich bekenne Gott der Allmächtige und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten. Der allmächtige Herr, erbarme sich uns, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Ehre sei Gott in der Höhe.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.